Wir haben hier diese Serie Gemeindebau und sehen hier ein Bild des Gemeindebaus von außen, diese standardisierte Wohnform, dieses Angebot eines standardisierten Wohnraumes. Was siehst du, Ischel, die sich für Alltag in der visuellen Repräsentation interessiert, in diesen Bildern? When I first look at them, I see the like really standardized everyday lives, or the idea of standardization in every little cell of this building. But then I also see the idea of personal appropriation of this lived spaces, because at the first view they all look some kind of similar, but then when you look at it a little bit longer, and which that photography gives us this possibility to look at the photos or the stills longer, then you can already find personal spaces or personal appropriation and personal feelings in it, or characters even, because some of them are so sauber, clean, and mm-hmm. some are more individual or just different individual mm-hmm. characters mm-hmm. yes. And sometimes we see somebody, der oder die sich diesen Ort offensichtlich aneignet und eigentlich hier dieses Bild sticht relativ heraus, weil es irgendwie markiert, hier lebt eine Frau. Wir können uns vorstellen, da leben ganz viele unterschiedliche Leute, aber hier sehen wir eigentlich eine Frau. Dieser Innen, nicht eigentlich, sondern tatsächlich, und ein das Bild eines Mannes. Mhm. Trotzdem, dieser Innenraum ist für dich schon auch genderspezifisch, oder? Ja, ich würde sagen, das ist schon sehr feminin, diese Innenräume. Und von diesem Bild zum Beispiel, mhm. das erinnert mich an Jean Dielmann von Chantal Ackermann. Mhm. Das ist so auch sauber und diese Küchenbereich mit vielleicht auch diesem Form von 70er Jahren, mhm. das ist schon für mich sehr feminin. Und das ist ein Film von Chantal Ackermann? Genau. Was ist für dich die Beziehung zwischen diesen Fotos und dem Film? Also ich habe auch Stills von mhm. dem Film mitgebracht, und ich finde das auch ein bisschen ähnlich zur Fotografie, diesem Film, weil wir haben ganz lange stative Pläne und wir sehen zum Beispiel unsere Charakterin Jean Dielmann für 15 Minuten, 20 Minuten in demselben Raum mhm. und eben sehr, sehr viel in der Küche mhm. und wie sie alles für sie und für ihr Sohn vorbereitet, Abendessen, Frühstück, und alles ist auch sehr sauber, und ich finde diese Marbles sind mhm. Sehr ähnlich. Stimmt. Zum Beispiel. Ja. Also zumindest die Aufmerksamkeit in der Bild, im Bildaufbau, ne, für diese Form. Mhm. Mhm. Und manchmal versteckt sie sich auch in dem Aha. Bild, weil die Kamera bewegt sich nicht mhm. zu diese Charakter zu ja. verfolgen. Mhm. Und aber was ich sehr ähnlich finde in diesem Buch oder diesem Teil vom Buch und in Jean Dielmann, da gibt es eine Neutralisation des Alltagslebens, mhm. dass die Aktionen der Akteure im Alltagsleben gleichgültig macht und auch nicht eine Aktion für eine Aktion auswählt. Und also, was sind das für Aktionen? Was passiert da? Was ist da sozusagen gleichwertig, was vielleicht andernorts nicht gleichwertig ist? Genau, zum Beispiel in Jean Dielmann. Jean Dielmann, wir sehen sie immer in der Küche. Sie kümmert sich um
den Haushalt und sie ist immer da, aber am Ende tötet sie, also sie prostituiert sich auch in dem Film für ihren Sohn und für so Überlebenszwecke. Und aber am Ende tötet sie einen Client von ihr. Und ich finde diese Aktion nicht mehr bewertet als diese Aktion vom Film her, meinst du? Genau. Und hier, was wir sehen, ich finde, da gibt es auch eine Art von Minimalismus und Neutralismus, das aber nicht standardisiert ist. Ja. Okay, danke.